Herzlich willkommen bei StudiTemps. Wir sind ein offenes und transparentes Unternehmen, das von agilen Methoden profitiert. Eines unserer agilen Formate, die wir für den Austausch nutzen, nennen wir Open Space. Am Open Space ist es so, dass wir deutschlandweit aus allen 19 Standorten alle hier zusammenkommen in Köln und unsere Themen, die uns auf dem Herzen liegen, quasi bearbeiten und abarbeiten. Im sogenannten Marktplatz fordert der Moderator alle Mitarbeiter auf, Themen zu sammeln und vorzuschlagen. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der ein Anliegen hat oder ein Thema, über das er einfach mal mit Kollegen diskutieren möchte, schnappt sich Stift und Zettel, notiert es und stellt es kurz vor. Ich glaube, nur so können wir alle Kollegen abholen, wenn es darum geht, Veränderungen im Großen und Ganzen der Firma voranzubringen und alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Und nur so können Leute sich beteiligen und diese Veränderung mit schnell und agil mit vorantreiben. In den anschließenden Sessions treffen sich die Mitarbeiter in ausgewählten Meetingräumen und tauschen sich über das jeweilige Thema aus, für das sie sich interessieren. Jedes Thema ist erlaubt. Von Mindset über Kundenfokus und Sales Pitch bis hin zu B2B-Marketing oder aber auch der Orga des nächsten Sommerfestes. Ich halte das Open Space schon für ein agiles Format, weil die Grenzen nicht starr sind. Es ist nicht vorgegeben, wer mit wem wie zusammenzuarbeiten hat, sondern jeder bringt sich da ein, wo er es für richtig hält und wo er glaubt, da auch was einbringen zu können. Und das führt dann auch schon mal dazu, dass Leute in ganz fachfremden Bereichen, sage ich mal, tätig werden. Da sitzt dann eben ein Vertriebler und ein Recruiter und jemand aus HR und ein Entwickler. Und die sitzen alle zusammen und jeder hat seine eigene Sichtweise auf ein Problem. Und aus der gemeinsamen Diskussion entsteht dann in meinen Augen sehr viel Gutes und auch sehr viele Ideen, um das Ganze dann in Zukunft anzugehen. Innerhalb dieser Arbeitsgruppen wird in lockerer Atmosphäre immer auf Augenhöhe diskutiert. Das Wort eines Werkstudenten hat hier genauso viel Gewicht wie das eines Geschäftsführers. Außerdem kann er selbst bestimmen, an welcher Session er teilnehmen möchte und wie lange. Das Prinzip ermöglicht es halt, dass kein Zwang entsteht beim Open Space. Ich muss jetzt nicht, weil ich mich für eine Session entschieden habe, die 60 Minuten dort bleiben. Auch wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Das ist eben halt nicht unhöflich, sondern das ist etwas, das gehört zum Open Space. Und auch die, die noch diskutieren, fühlen sich dadurch nicht gestört. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und das sehen wir hier bei StudiTemps als totale Bereicherung. Man quält sich nirgendwo durch, sondern man kann frei entscheiden, vielleicht an der nächsten Diskussion teilzunehmen. Ich glaube, das Besondere in diesem Jahr war beispielsweise, dass wir wirklich nach diesem kompletten Tag, den wir hier zusammen verbracht haben und wirklich alle hart gearbeitet haben auch irgendwie, aber so ein Tag ist natürlich auch super anstrengend, dann später zusammen am Fühlinger See auf den Surfbrettern standen, ne? Als wirklich als gemeinsames Team. Danach hat man sich unterhalten, es ging nicht nur um die Arbeit, es ging auch um private Themen, man freundet sich an und man nimmt genau solche Geschichten auch mit. Und gerade wenn es dann irgendwie die Hamburger sind oder auch die Berliner oder auch die Münchner, die auf einmal, mit denen man dann abends zusammen an der Theke steht. Das ist eine Verbindung, die hier auf jeden Fall geschaffen wird.